Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video starten wir die Playlist der Potenzen. Wir gucken uns erstmal eine Einführung an, was Potenzen überhaupt sind. Und in den folgenden Videos gucken wir uns dann die Gesetze an, wie man damit rechnet und so. Top Playlist, ne? Wenn ihr das alles durchguckt, habt ihr es echt drauf. Genau. Ne? Ist wichtig, nicht nur für die Schule, sondern auch fürs Studium später. Für alles. Für die Grundlage für alles fast. So, erzähl mal, was ist eine Potenz? Es gibt so ein paar Fachbegriffe. Ne? Potenz ist, dass hier so ein Kreis besteht aus einer Basis und einem Exponenten. Das ist jetzt sehr theoretisch, aber wenn da sowas steht wie 5 hoch 2, das ist eine Potenz. Dieses 5 hoch 2 und die 5, das was unten steht, das ist die Basis, das ist die Zahl, die unten steht. Ne? Und das was oben steht, ist der Exponent. Und beides zusammen ist eine Potenz. Und wozu braucht man Potenzen? Das ist im Endeffekt so eine Kurzschreibweise. Wenn man jetzt schreibt 5 mal 5 mal 5 mal 5, hat man dann keine Lust so zu schreiben, sondern kann man das abkürzen und uns zeigen wollen, wie das geht. Hier das erste Beispiel. 5 hoch 2 ist nichts anderes wie 5 mal 5. Nicht verwechseln mit 2 mal 5. 2 mal 5 wäre 10, aber die Zahl wird mit sich selber multipliziert. Und das ist die Anzahl, wie oft sie mit sich selber multipliziert wird. Ja? Wenn da stehen würde 5 hoch 3, wäre das 5 mal 5 mal 5. Ja, also, das ist dann 25, 5 hoch 2. Nächstes Beispiel. Wenn wir jetzt hier eine negative Zahl haben, minus 2 hoch 4, dann ist das minus 2 mal minus 2 mal minus 2 mal minus 2. Halt viermal. So, und da muss man halt aufpassen, minus mal minus ist plus, mal minus ist wieder minus, mal minus ist plus. Das heißt, wenn wir einen geraden Exponenten haben, wenn die Zahl der Exponenten gerade ist, 2, 4, 6, 8, 10, und das eine negative Basis ist, dann wird es eine positive Potenz. Genau. Ja. Ja, also, ihr seht, das Ergebnis ist dann positiv. Und hier muss man minus 2, wie gesagt, immer. Hier ist wichtig, dass man das Minus mitnimmt, weil es hier Klammern sind. Es gibt gleich ein anderes Beispiel. Wenn keine Klammern ist, muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Ja. Ja, das ist jetzt das Beispiel. Genau, dritte Beispiel. Genau, das ist auch mal ein bisschen was anderes. Das heißt, wenn der Exponent ungerade ist, das heißt eine 3, das ist minus 2 hoch 3, das ist minus 2 mal minus 2 mal minus 2, ist minus 8, weil das Minus kommt dreimal vor. Minus und Minus ergibt Plus und Minus ergibt wieder Minus. Ja, seht ihr? Also, wenn der Exponent ungerade ist und du hast hier eine negative Zahl und da ist eine Klammer drum, bleibt eine negative Zahl stehen. Dabei ist ganz wichtig, dass jetzt hier die Klammer drum ist. Das heißt, die Basis ist minus 2. Ja. Gucken wir uns das nächste Beispiel mal an. Jetzt ist hier keine Klammer drum. Jetzt ist die Basis 2 und da ist ein Minus vor. Also, die minus 2 kann man sich eigentlich jetzt hier wegdenken. Du hast einfach 2 mal 2 mal 2 mal 2 und das ist negativ. Egal, ob die Basis jetzt gerade oder ungerade, der Exponent gerade oder ungerade ist. Genau. Was man auch sich vorstellen oder merken kann, die Potenz ist immer, also der Exponent ist immer näher dran als das Vorzeichen. Das ist vielleicht eine ganz gute Merkregel. Ja? Das klebt näher dran, also man guckt sich erst den Exponenten an und dann das Vorzeichen. Genau. Außer stehen Klammern. Aber steht das hier nicht. Ja? Also macht man hier nur die 2, wird nur die 2 mal 2 mal 2 mal 2 gerechnet und das Minus wird am Ende davor geschrieben. Genau. Achtet also auf die Klammern. Das waren die Beispiele und mit den Beispielen solltet ihr das alles hier eigentlich berechnen können. Genau. Genau. Das sind die ersten Aufgaben, die dann auch drankommen, so, dass man sowas mal im Kopf berechnet. Ne? Das muss man halt im Kopf berechnen können. Für den taschenrechnerfreien Teil zum Beispiel. Ja. Ne? Also pausiert mal. So, erstes Beispiel. 4 hoch 3 ist 4 mal 4, das ist 16. Und dann nochmal mal 4. 16 mal 4 ist dann 64. Das sollte man noch im Kopf hinkriegen. Genau, minus 2 hoch 5, da ist keine Klammer, also ist nur die 2 die Basis. 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. So, wenn man es richtig ausrechnet, 32. Und das Minus schreibe ich am Ende einfach davor hin. Ja? Nächstes Beispiel, wir haben die minus 5, die Minus gehört jetzt dazu, also minus 5 mal minus 5 mal minus 5. Das sollte man noch hinkriegen, ist minus 125. Ne? Minus und Minus ist Plus und dann wieder Minus ist Minus. Dann das gleiche, aber mit einem geraden Exponenten, seht ihr, gerade ist ein gerades Ergebnis. Positives, ja, positives Ergebnis. Ja, sorry. Minus 6, so viel gerade, ungerade. Minus 6 und Minus 6, halt 36. Ne? Genau. diese Aufgabe. Hier kann man, ihr seht, da ist eine Klammer drum, das heißt, wir können diese Klammer erstmal berechnen. Ne? 2 mal 4, rechnen doch einfach mal 2 mal 4 ist, also erstmal minus 8. Minus 2 mal 4 ist, minus 8, genau. Und dann habt ihr minus 8 hoch 3, gut, das kriegen wir auch hin, ne? 8 mal 8 mal 8. Gut, 64 mal 8, 512, das ist so das Maximum, was ihr können müsst, ne? Also, ja. Mehr, viel schwieriger wird es nicht. Also Minus und Minus und Minus ist wieder Minus. Und dann 8 mal 8 ist 64. 64 mal 8. Ja, macht man halt so, dass man erstmal die 60 mal 8 rechnet. Ne? Das sind ja. 84. Und dann bleiben halt noch 4 mal 8. 4 mal 8 übrig, 32 dazu. Genau. Gut, das letzte ist natürlich das anspruchsvollste. Das ist also ein bisschen tricky. Hier steht minus 2 mal 6 hoch 2. Gut, die minus 2 hat erstmal mit der 6 hoch 2 nichts zu tun. Ja, also da kann ich erstmal 6 hoch 2 ausrechnen, sind 36 und dann mal minus 2 rechnen. Ja, weil der Exponent klebt ja näher dran als an der Basis sozusagen, als hier die Zahl mit dem Vorzeichen. Ja. Das ist ganz wichtig. Wir kennen ja eigentlich immer Punkt vor Strichrechnung und alles andere, also Punktrechnung geht immer vor allem. Aber hier seht ihr, okay, Exponentrechnung oder ne, Potenzrechnung geht davor sogar noch. Ja. Bahnbrechend. Ja. So, das ist das. Ja. Im nächsten Video fangen wir dann an mit den Potenzgesetzen. Ne, genau. Jetzt wisst ihr, was Potenzen sind. Und Potenzgesetze sind dann eher so für die Mittelstufe nachher, ne? Mittelstufe, Oberstufe, Studium, alles. Ja. Ja, also dranbleiben, ganz wichtig. Jo. Ciao. Ciao.